Hallo alle miteinander und willkommen zu einem Video, was mich Tatsache sehr nervös macht, weil es das erste Mal ist, dass ich sowas überhaupt in meinem Leben mache. Aber die Geschichte ist folgendes. Vor mir liegt eine amerikanische LOB First Sealed Box. Und das ist so ziemlich der heilige Gral in der YouTube-Community, was Sealed Product angeht, zusammen mit Retro-Packs und ähnlichem. Und diese Box hier ist leider zu 99,999% ein Scam, ein Reseal. Es können verschiedene Dinge mit dieser Box sein, auf die ich gleich näher eingehen werde. Und ich möchte euch zeigen, woran man sowas identifizieren kann. Und zwar, folgendes kann mit dieser Box sein. Nummer 1, also was ganz wichtig ist erstmal, das Display selbst, die Verpackung, ne, die Pappverpackung, die ist legitim. Und ich gehe auch davon aus, von der Farbe her, was man sehen kann, dass die Packs innen drinnen legitim sind. Aber was sein kann, ist folgendes. Nummer 1, hier sind Unfirst Packs drin. So, dass entweder nur die oberen beiden First Packs sind und alles andere darunter Unfirst Packs. Oder aber ganz andere Booster Packs. Ist natürlich auch möglich, dass der Rest da drin, naja, nicht Star Packs sind, aber gleichliegende Packs. Was auch sein kann, ist, dass hier gefälschte LOB-Packs drin sind. Denn es gibt sehr echt aussehende, also Packs, die man auf jeden Fall so nicht als unecht identifizieren kann. LOB-Packs, die rumkursieren. Es gibt verschiedene andere Dinge. Es kann sogar, und das ist etwas, wovor ich Tatsache Angst habe, Angst in Klammern gesetzt, ist, dass diese Box aus legitimen First Edition Packs zusammengesetzt wurde und jemand einzeln 7 schwere LOB-Packs in First Edition gekauft hat und dann 17 leichte LOB-First-Packs und diese dann hier in einer originalen LOB-Box wieder zusammengeschoben hat und sie geresealt hat. Aber es ist 100% ein Reseal. Ich habe mich mit mehreren Leuten aus der Community deswegen auch kurz geschlossen und mich mit denen zusammen hingesetzt und diese Box diskutiert. Und ich möchte jetzt erstmal zeigen, woran man erkennt, dass diese Box geresealt ist. Eine der Hauptdinge, die an dieser Box fishy sind, ist die Tatsache, wie die Rückseite aussieht. Alle Boxen heutzutage sehen so aus, dass du eine komplett glatte Folie auf der Rückseite hast. Aber amerikanische First Edition Boxen von LOB hatten eine überlappende Folie, sodass du rein prinzipiell eine Lücke drin hast. Das könnt ihr sehr gut auf YouTube-Kanälen wie von Yu-Gi-Oh! Tube und The Old School Expert aussehen. Mit Yu-Gi-Oh! Tube habe ich auch eine Weile vorher über diese Box geredet. Und diese Box ist demzufolge nach aufgrund dieses fehlenden Lappens absolut nicht legitim. Eine weitere Sache, die ich interessant fand, das ist die erste Box, die ich gesehen habe, die so aussah, dass du auf 3 Seiten ein Siegel, also so einen Siegelrand hast. Eine Naht. Genau, eine Naht. Und das ist etwas, was ich zumindest noch nie gesehen habe. Aber der Grund, weswegen ich mich mit vielen Leuten kurz geschlossen habe, ist, dass das Siegel sich damals diese Verschweißtechnik noch sehr oft geändert hat. LOB Unfirst Boxen aus derselben Zeit sind auch anders verschweißt als LOB First Boxen für gewöhnlich. Das heißt, meine ursprüngliche Sorge, weswegen ich falsch liegen könnte, war, dass das Siegel noch mit First Boxen im Print Run geändert wurde und dann relativ schnell auf Unfirst Boxen gewechselt wurde, sodass das hier quasi eine Zwischenphase war. Aber das ist von vielen ausgeschlossen worden. Eine weitere Sache, die an dieser Box auffällt, ist, dass, kannst du mal kurz nah rankommen, unter dem Plastik hier zum Beispiel Farbe abgenutzt ist, was sehr unwahrscheinlich ist, vor allem da sich keinerlei Krümelei oder ähnliches in dieser Box befindet und es gibt ein paar Stellen, wo man das sehen kann, was eigentlich zeigen sollte, vor allem weil hier auch Dreck im Plastik drin ist, wobei sowas hier halt entstehen kann, weil hier ein kleines Loch ist, aber auch unwahrscheinlich ist. Das bedeutet im Wesentlichen, dass die Box höchstwahrscheinlich schon einmal ausgepackt war. Und das Problem mit diesen Boxen ist, dass sie sehr teuer geworden sind. Also das Minimum, was man zurzeit für eine solche Box bezahlt, sind 5.000 Euro. Und es gibt viele Leute, die schon 12.000 bis 14.000 Euro für solch eine Box haben möchten. Und die Boxen werden sich wahrscheinlich irgendwann auch für diesen Preis bewegen. Das bedeutet, hier wird man, wenn man eine solche Box kauft, mindestens um einen Kleinwagen, um einen gebrauchten Kleinwagen, wenn nicht hin bis zu einem Neuwagen oder aber einem Jahresgehalt beschissen. Und das ist sehr problematisch. Das heißt, diese Box hier wird jetzt unter dieser Bedingung quasi geöffnet
und vernichtet damit sozusagen. Wir schauen, was drin ist. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass diese Box legitim ist, wird derjenige, der versucht hat, mit dieser Box auf Instagram zu scammen, natürlich sein Geld bekommen. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, weil er extra um diese Box, also er hat einen größeren Instagram-Account, wo er seine ganz normalen legitimen Sachen macht, und er hat sich selbst verraten und hat diese Box über einen Zweit-Account verkauft, den er extra für diesen Zweck wahrscheinlich eröffnet hat. Er hat einen einzigen legitimen Deal über diesen Account gemacht mit Sachen, die er auch so hat, und hat danach direkt diese LOB-Box, diese nicht legitime LOB-Box verkauft, und das sogar, obwohl ihm mehrere Leute davor gesagt haben, dass diese Box nicht legitim sein kann. Und er hat trotzdem versucht, diese Box als legitime Box zu verkaufen. Er hat mit keinem Wort gesagt, diese Box könnte ein Reseal sein, diese Box ist wahrscheinlich ein Reseal, sondern hat gesagt, diese Box ist legitim, kauf sie. Und so hat er versucht, einen Bekannten von mir zu scammen. Und der hat mir diese Box gegeben. Wäre diese Box legitim gewesen, hätte ich diese Box jetzt gekauft für eine andere Geschichte. Aber da diese Box nicht legitim ist, wollen wir jetzt mal schauen, was hiermit eigentlich Sache ist. Ein paar andere Sachen, die ich noch anmerken möchte, ist, die Box ist leicht lidiert, leicht eingeknickt. Und die Box ist leicht zu identifizieren, denn auf allen Bildern sieht man von Anfang bis Ende, dass es auf dieser Box diese verschiedenen Narben im Plastik gibt, diese verschiedenen Rillen, die ich hier nochmal versuche, richtig im Licht zu zeigen. Und das macht diese Box quasi einzigartig. Und so kann es auch nicht sein, dass jemand eine Box hergesendet hat, die legitim war und wir die dann ausgetauscht haben, sondern diese Box ist ganz klar durch diese Einkerbungen erkennbar. Und ich werde jetzt auch noch mal ein paar Bilder einblenden, die wir im Voraus gemacht haben, denn es sieht sogar so aus. Es ist ein Weg, wie man sowas prüfen kann. Wenn man hier das runterdrückt und so ein wenig anhebt, dann sieht es aus, als ob die Packs kein First Edition Logo haben. Aber da bin ich mir nicht sehr sicher, weil der Raum, den man sehen kann, sehr gering ist. Es kann also sein, dass es First Edition Packs sind. Ich bin nervös, aber wir machen das jetzt. So, okay. Ich versuche mal hier. Wie der Herz OP, ey. Vorsichtig reinzugehen. Ja, naja, was soll ich denn sagen? Das ist schwierig. Also die Sache ist halt die, selbst die Box ist teuer. So. Ja, jetzt ist offen. Ja, es ist quasi erledigt. Und jetzt schauen wir mal, was Phase ist. Uff. Die Box ist definitiv ein Reseal, komm mal her. Da ist ein Dreckfleck auf der Box. Warte, ich klaue mir mal kurz die Kamera. Da. Oh ja. Da ist Dreck auf der Box. Das bedeutet, diese Box war definitiv, da ist noch ein Dreckfleck, das ist Kleber, das bedeutet, die Box ist definitiv ein Reseal. Da ist auch ein Fingerabdruck drin. Das heißt, man könnte jetzt auch identifizieren, wer diese Box geresealed hat, was vielleicht auch interessant ist. Man sieht definitiv, dass mit dieser Box etwas nicht stimmt. Nimm mal die Kamera wieder. Ich bin jetzt sehr nervös, was wir hier drin finden werden. Das geht auch viel zu leicht auf. Es sind Fake Packs, definitiv. Oh ja, guck mal. Na, okay, das kann durch den Knick sein. Aber das hier sind definitiv. Oh. Ah ja. Okay. Ja. Und die Packs sind übrigens auch offen. Ah ja, gut. Damit hat sich das dann auch geklärt, aber wir wollen mal schauen, was wir hier so Schönes finden. Hat mich das nervös gemacht. Okay. Gut, aber jetzt ist wenigstens der. Die Anspannung weg. Ja, vor allen Dingen ist also, der schon aus dem Verkehr gezogen, das ist ja das Wichtige. Darum ging es ja. Wir haben hier 4 Fake LOB Packs, davon werden wir auch gleich eines öffnen. Ansonsten haben wir lauter Booster Packs, wo Karten reingestopft wurden, einfach nur um die Box zu füllen. Diese Packs sind alle offen, das bedeutet, hier werden auch keine Karten aus diesen Packs drin sein. Und man merkt, die Person, die diese Packs geresealed hat, beziehungsweise die Person, die diese Box geresealed hat,
ist definitiv jemand, der weiß, was er tut, denn wir haben hier nur Legacy-Packs drin. Wir haben hier keinerlei Sachen, die noch irgendwie von Wert sind, und man kommt aber auch nicht als 0815-Mensch an so viele Lost Millennium-Packs, an so viele Power of the Duelist-Packs. Das heißt, das hier, hier hat im Wesentlichen jemand versucht, einen fünfstelligen Betrag, wenn es hochkommt, zu erscammen. Diese Packs wollen wir hier auch mal ganz kurz. Oh, und sie sind auch offen. Okay. Diese Packs sind, glaube ich, keine echten. Nicht mal echte Rapper. Sie sind auch Unfirst, was noch dazu kommt, ne? Naja, hier ist alles Mögliche drin. Hier war, glaube ich, auch. Also es sind LOB-Karten, ja. Es ist alles Unfirst aus dem First Pack. Ja. Gut, damit hätten wir das geklärt. Ist hier irgendwas geschlossen? Ich bin mal gespannt. Auch hier haben wir LOB-Karten drin, auch sogar ein paar Rares. Das ist in der Tat sehr faszinierend. Dann haben wir etwas Gutes getan damit, dass wir diese Box geöffnet haben. Vernichtet in Anführungsstrichen. Vernichtet haben. Die Karten, die hier drin sind, gehen an die Zwischenperson, von der ich diese Box gekauft habe, die versucht wurde zu scammen, gehen an diese Person zurück. Und jetzt haben wir gesehen, was eine Fake-LOB-Box sein kann und weswegen Vertrauen zwar immer sehr gut ist, aber ein wenig überprüfen und nicht einfach blindäugig in solche Dinger reinzulaufen gut ist. Denn das hier hätte ganz easy ein hoher vierstelliger bis fünfstelliger Schaden sein können, wohingegen das Ganze jetzt ein nettes Educational-Video geworden ist. Das bedeutet, wenn ihr in Oldschool Yu-Gi-Oh! Investieren wollt, macht es, aber seid vorsichtig. Erkundigt euch im Voraus, was sind Indikatoren, wie in diesem Fall, was kann zeigen, dass solche Boxen vielleicht resealed sein können. Vor allem, weil der Wrapper trotzdem sehr legitim war. Ich gehe auch davon aus, dass das das Wrapping von einem alten Unfirst LOB Display ist. Deswegen machen wir jetzt auch einmal das, damit es nicht mehr für irgendein Reseal genutzt werden kann. Und vor allem setzt euch in Kontakt mit Leuten, die in der Community bekannt sind, wie YuGiOhTube, wie Oldschool Expert, wie viele andere Leute, und schaut, dass die euch helfen, die Ware vielleicht zu identifizieren, bietet ihnen dafür was an. Schaut euch die Videos, die diese Leute auf Basis von solchen Scams machen, schaut euch diese Videos an und vor allem schaut immer, dass die Personen, mit denen ihr Geschäfte macht, schon ordentlich Referrals gesammelt haben. Denn natürlich kann jeder irgendwann mal zum Scammer werden, aber wenn jemand 5 Jahre positiven Track Record hat, als Beispiel, dann ist es wesentlich unwahrscheinlicher, dass ihr gescammt werdet, als wenn so eine Box von jemandem kommt, dessen Account seit weniger als einem Monat existiert, der einen einzigen Deal gemacht hat und sagt, er hat mit der Community nichts zu tun. Auch die Origin-Story von diesem Display war sehr fishy, denn diese Person hat gesagt, dass er die Box vor 7 Jahren von einem Chris in einem Kino gekauft hat und er zudem seitdem keinen Kontakt mehr hat. Blödsinn. Am Schluss möchte ich jetzt gerne mal ein paar Shoutouts geben, und zwar Nummer 1 an Yu-Gi-Oh! Sealed Collector auf Instagram. Er ist derjenige, mit dem ich ein paar Deals mache in dieser Richtung, und er ist derjenige, der mir ermöglicht hat, diese Box zu öffnen. Und Nummer 2 möchte ich ganz gerne an YuGiOhTube einen Shoutout geben. Die beiden Accounts sind unten in der Videobeschreibung. Er ist derjenige, mit dem ich mich hier nochmal auseinandergesetzt habe und mit ihm ordentlich geredet habe, um zu schauen, was seine Meinung auf dieser ganzen Sache ist. Ja, mehr gibt es hierzu eigentlich nicht mehr zu sagen. Wenigstens ist diese Karte ein cooler Misscut. Plus in der Richtung. Gut, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ich in der Zukunft wieder an so etwas komme, werde ich natürlich auch, was andere Sachen angeht, solche Videos machen. Es war wichtig, dass diese Box aus dem Verkehr gezogen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.